Hallo zusammen. Wir leben ja schon in einer speziellen Zeit. Einerseits. Andererseits. Zeugen zu sein im Zeitalter der Corona, sozusagen. Jeder Moment ist irgendwie einzigartig. Es wäre so wichtig, wenn wir aufeinander könnten zugehen. Es ist schon prophezeit worden in den alten Liedern, in den alten Überlieferungen. Alle tragen die Maske. Ich habe mich zu einem entschieden. Ich bin zwar jetzt nicht in einem ÖV oder in einem Laden, aber ich habe gedacht, ja, tun es trotzdem mal tragen. Heilmittel wüssten wir. Sehr wahrscheinlich, was es bräuchte. Wir wissen auch, warum es das gibt. Gleichzeitig auch ein Dank der Obrigkeit. Das ist schon wichtig, weißt du? Ich meine, auch das weiß man jetzt mittlerweile, was Jesus damals ein bisschen genervt hat. Oder? Auch gleichzeitig mit dem Hinweis darauf, ich danke euch. Und andererseits, ja, ich möchte deswegen nicht zu einem Strohmann gemacht werden. Ich kann mir meine Sachen so gut es geht selber aufbauen und bin dankbar für das, wo ich bin. Und es ist so ein Mittelding zwischen Himmel und Hölle. Einerseits Himmel, andererseits Hölle. Hölle aus dem Grund, weil man keinen Besuch oder es schwierig ist, zum Besuch dort mitzunehmen, weil es sehr unerwünscht ist, weil ich mit Leuten zusammenlebe, die nicht so gastfreundlich immer sind oder sehr, sehr eifersüchtig zum Teil können erscheinen, auch ein bisschen so, ja, schon ein bisschen Teufel zum Teil können sein, aber wo auch untereinander gelernt haben, nicht einander aufzufressen, so gut es geht eben, also ja. Und andererseits Himmel, wie wir Essen haben, wie wir ein warmes Bett haben, wie wir Platz zum Schlafen haben, wie wir die Heime haben. Wenn wir nicht alleine sind, wenn wir eben. Und ja, ich bin dankbar für das. Es ist vielleicht dann immer nur ersichtlich. Es gibt auch Sachen, die mich absolut stören, wo ich mich zum Teil auch übergangen vorkomme. Wenn es zum Beispiel zu kommen sind, die Entscheidung, wenn es um das sogenannte Finanzielle geht, oder ob sie dort wirklich einem auf Augenhöhe wollen begegnen oder ob sie doch lieber einem übergehen. Ich sage, Mensch denkt, Gott lenkt oder vor allem auch Gott sieht auch alles. Gott sieht alles. Das ist im kleinsten Molekül, im kleinsten Lebewesen. Und das ist vielleicht auch noch etwas, was mir sehr, sehr, sehr wichtig tut, zu sagen. Wenn wir so an den Zeitpunkt herkommen und erkennen, was der Mensch ist, dann bei der Erleuchtung, dann fühlt ihr euch göttlich, das sage ich euch. Aber dann bei der Durchleuchtung, dann wissen Sie, was der Mensch für Habakuk und für Sachen angestellt hat. Und dann sehr, sehr schwierig, den Menschen wieder können zu lieben. Und dann ist aber entscheidend, wir sind jetzt im Moment nochmal Menschen. Wir sind das. Wir sind nochmal Menschen. Einerseits haben wir die Chance, den Planeten zu bebauen und Sachen zu verändern und so weiter. Andererseits aber auch sind wir eine verdammt nochmal zerstörerische Spezies. So eine hohe, verdammte, dumme Spezies, die sich lieber gegenseitig langsam auffressen oder zuhalten oder sonst irgendwie irgendwelche Verbote ausstellt für Sachen, die eigentlich Gottes Geschenk wären. Ich rede von Substanzen, liebe Menschen. Das ist der blödste Irrsinn, dass ihr das auch hier in Europa nachmacht, dass ihr den War on Drugs oder auf Drugs in den USA übernommen habt. Sind ja eigentlich mal ganz normal. Natürlich gibt es auch ein Leben ohne Drogen. Es gibt auch ein Leben ohne, dass man Substanzen nimmt. Das fühlt sich auch gut an. Aber man soll auch diejenigen schätzen, die halt eben in dieser Welt, das ist mir auch erst relativ spät aufgefallen, eben sich müssen supplementieren, also mit etwas müssen abdecken. Weil sie eben nicht klar kommen mit dem Lärm oder mit dieser Grobheit oder mit dieser Lieblosigkeit oder mit dieser Oberflächlichkeit oder dieser Unanerkanntheit und so weiter. Das sind Supplemente.
Das kann Cannabis sein, Cannabis kann beides sein, Sakrament und Supplement. Es kann aber auch Heroin sein, es kann Kokain sein, es kann Amphetamin sein, whatever, und es kann auch die neue Sache sein, die ich nicht darüber rede. Aber auf jeden Fall sollte man auch diese Menschen so sein lassen, solange sie einfach sozial verträglich damit umgehen. Das ist ein altes Geheimnis und darüber dürfen wir ja hoffentlich jetzt langsam reden, dass die Elite in Anführungszeichen das ein bisschen kontrolliert. Und aus dem Grund, ich kann es mittlerweile auch verstehen, weil eben normale Bauarbeiter, und ich bin früher auch ein Bauarbeiter gewesen, gehören auch zu dieser Klasse an, weil ich das Bewusstsein wollen mal erfahren. Oder die sozial finanziell Schwächeren, das heisst noch lange nicht, dass sie sozial weniger reich sind. Es kann sein, dass sie die reichsten Menschen der Welt sind, weil sie einfach weniger Sünden machen oder weniger Habakuk anstellen, weil sie nicht so auf den Reichtum und Materiellen aus sind und so. Oder die können heiliger sein wie viele andere. Können, in Anführungszeichen. Aber es geht einfach darum, dass sie halt eben beweisen müssen, dass sie mit diesen Sachen können umgehen können. Wenn ich so Sachen höre wie die Leute können zum Beispiel, wenn es eine Kokainabgabe gibt, nicht warten und die Türen fast einschlagen oder tun so gierig sein, dass sie die Leute bedrängen, bedrohen oder weiss nicht, was alles machen, dann sage ich, hey, spinnen ihr eigentlich? Dann kann ich es auch verstehen, warum gewisse Sachen halt eben für eine Unterschicht in Anführungszeichen nicht unbedingt erwünscht sind. Aber eben, die Frage ist halt eben, probiert es mal, ich bin im Moment in dieser Lage. Probiert es doch einmal an jemandem aus, der sich das würde zutrauen. Es ist nicht unbedingt so, dass ich das freiwillig unbedingt würde machen, aber ich bin mir absolut bewusst, ich könnte damit umgehen. Kann man dort im alten Leben, bevor ich quasi erkannt habe, dass es auch ohne geht, einfach bewusst wurde, dass ich mir dort nichts vorzuwerfen habe. Dass ich nicht so einer gewesen bin, wo, wenn man nichts gehabt hat, nachher Einbrüche gemacht hat. Das ist auch eben etwas, die grösste Verführung, das sage ich euch. Auch wenn sie euch mal einen Buß aufdrücken, wenn sie noch in diesem Modus sind, oder wegen Substanzen, lasst euch deswegen nicht verführen und nachher Verbrechen machen. Das heisst noch lange nicht, dass sie Verbrecher sind, nur weil sie mal einen Buß wegen der Substanz bekommen. Meiner Meinung. Und meiner Meinung sollte man aber die Gesellschaft auch dort hinführen, dass sie erkennt, dass es halt eben Wesen gibt, die sensibler sind, die eben eine gewisse Unterstützung brauchen und dass man denen dann auch die freie Wahl lässt, dass sie es selber können, einsetzen können, sofern sie einfach sozial verträglich damit umgehen. Die Leute, die natürlich dann aus der Gier aus Beschaffungskriminalität oder sonstigen Scheiß machen oder so, kann ich nicht unterstützen. Und sind euch auch bewusst, schon wenn ihr eine Zigarette raucht, das wird immer geprüft, wenn ihr die einfach achtlos irgendwo wegschmeißt, hey, dann könnt ihr auch mit der anderen Sache gar nicht umgehen. Darum verstehe ich es auch. Da tue ich mich auch nicht gegen auflehnen. Das ist auch so etwas. Es gibt beide Seiten. Weißt, einerseits, ich bin auch ein kleiner Rebell bei gewissen Sachen. Andererseits finde ich aber auch, das System hat auch gute Sachen. Beides ist okay. Es braucht beide Seiten. Wartet, ich kann schon etwas machen. Wartet schnell. So. Es ist beides okay. Weil ohne dass es gewisse Sachen gibt im System, würde auch der Körper, um drin lebt, einfach so den Bach runtergehen. Dann würde es Anarchie geben und dann würde es so sein, dass der Stärkere die Schwächeren würde dominieren, bla bla bla, und die Schwächeren könnten sich nicht weiterentwickeln. Am Schluss würde es so sein, dass die Frauen sie wahrscheinlich verreisen würden und irgendwie nicht mehr raufgängten und die Männer da verrohen würden, schauen sie Rick und Morty an und nachher mit irgendwelchen Zeugungspuppen abgefertigt werden würden und nachher so der Fortbestand würde erhalten bleiben. Rick und Morty kann ich sowieso empfehlen zur Weiterbildung. Es ist also ein Anime oder ein amerikanischer Zeichentrickfilm, aber es ist genial gemacht, es zeigt sehr viel Weisheit auch. Hat auch sehr viel mit der Realität schon zu tun, wenn man die Hintergründe versteht. Aber auch South Park kann ich empfehlen. Ich kann auch empfehlen, Simpsons sind auch nicht schlecht. Aber wenn es jetzt mich jemand würde fragen, dann Rick und Morty zeigt sehr viel. Gratulieren auch zu dem Angriff sozusagen. Aber gleichzeitig ja, sind neu bewusst die Sachen, die aus anderen Ländern kommen. Es ist nicht nur immer lieber, es sind auch andere Sachen dahinter, wisst ihr das? Und deswegen rede ich auch in Schweizerdeutsch zum Beispiel. Ich stehe zu meinem Land.
Ich stehe wirklich zu meinem Land. Und ich sage, es ist eine verdammte Frechheit, wenn Leute aus anderen Ländern kommen und uns da einfach irgendwo wegschicken. Warum wir halt immer nicht so angezogen sind oder so erscheinen, wie sie es eben gerne hätten. Lasst euch nicht täuschen, hey! Weißt du, es liegt da nachher, müsst ihr nicht jammern. Bringt nicht eure scheiß Kriege zu uns. Natürlich weiss ich, dass wir Schweizer oder generell wir Europäer auch Verantwortung auf dieser Welt haben. Hey, wir leben verdammt nochmal im Wohlstand. Wir leben im Paradies auf Erden eigentlich. Und warum tun wir denn unsere eigene Art einfach ausschliessen? Oder im Stich lassen oder verjagen? Warum kann man nicht einfach mal ein Auge zudrücken und jemandem gewähren, in einer Bahnhofsunterführung seine Musik zu machen? Wieso muss man dort immer auf das verweisen, dass man das nicht kann tolerieren kann? Lassen doch die Leute selber entscheiden. Klar, ich habe auch erkannt, ich habe auch Respekt zu allen Seiten. Selbst mit der Polizei habe ich mittlerweile meinen Frieden gemacht. Warum? Weil ich eben erkannt habe, für mich selber, dass es beides braucht. Es braucht einerseits natürlich aufgepasste friedliche Revolution. Weil man will nicht, es ist ein Pulverfass im Moment, das spürt man. Die Rebellen versuchen es immer wieder ein Stück weit durch irgendwelche Sachen ja, irgendwie an die Macht zu kommen, bla bla bla. Aber ich sehe es schon ein, dazu braucht es Erfahrung und dazu braucht es auch ein Ja für einen Halt von einem System, aber auch ein Umdenken für eine friedliche Revolution, dass die Positionen mit Leuten besetzt werden, die auch Erfahrung mit diesen Sachen haben. Und nicht immer Leute, die nur das Zeug gelesen haben und gelesen sind, sondern Leute, die das eben am eigenen Körper studiert haben. Studium an einem selber ist meiner Meinung nach genauso viel wert, wenn nicht noch viel wertvoller, auch wenn es manchmal gesellschaftlich nicht anerkannt ist oder noch nicht anerkannt worden ist, wie das, was man irgendwie offiziell an einer Uni studiert hat. Also das heißt, beide Seiten könnten zusammenarbeiten, dass quasi die Studenten mit den Leuten, die es am eigenen Körper erlebt haben, mal würden ins Gespräch kommen und sie auch mal würden erwählen. Weil die soziale Ungleichheit, weil ich bin mir schon bewusst, die meisten Studenten sind verwöhnte, reiche Kinder, wenn man es ehrlich sagen will. Also die meisten nehmen. Aber gleichzeitig hat man auch Respekt. Hey, ihr habt etwas im Kopf und ihr könnt das, aber ich möchte euch eigentlich davor bewahren, dass ihr den ganzen Scheiß auch selber müsst erleben. Tönt doch mal mit den Leuten, die sich bereit erklären, in ein Gespräch kommen, die erlebt haben, wie es sich anfühlt, auf der Straße verstoßen zu sein und im Drogenwahnsinn hängen geblieben zu sein und physische Gewalt erlebt zu haben, Missbrüche und all so Scheiß aus der Hölle. Hey, da kommt doch mal ins Gespräch und miteinander reden und vor allem auch, was die einen eben darum glauben, wissen die einen eben. Das ist auch etwas. Aber gleichzeitig ist es gleich nicht für jeden denkt, dass jeder jetzt da sich muss mit diesen Sakramenten befassen. Sakrament, wie zum Beispiel Liebe sagt Danke. Das Schweizer Nationalprodukt, aber wir sind uns auch bewusst, dass dort auch ein Schabernäckchen mit den USA. Viele Grüße zu euch, Jerry, Jefferson, Madame Silva, I love you. Macht worden ist, oder? Warum dich, Matthew Silva? Ich würde dich so gerne mal hier sehen. Matthew Silva, I love you. Ist ein wonderful guy und ist einfach einer, der ein Street-Performer ist und der wirklich eigentlich die Erleuchtung im Ausdruck unhöhnen gut widerspiegeln kann. Ist einer auch, den ich mag und ich stehe auch zu meinen Freunden hier. Oliver ist mir gerade im Herz. Du, Michelle und du, Joshua und Kalima und wir haben noch Angie und Alexandra und Alexandra 2 und Daniel und Daniel 2 und Dominik und Dominik 2 und Beatrice und Franzi sogar und Rahel und Romina und wer auch immer noch, Samuel, I love you. Ich stehe noch immer, Mike und nachher gibt es noch. Es gibt so viele Leute, die in meinem Leben mich schon beeindruckt haben. Und gleichzeitig weiss ich mittlerweile, das so zu schätzen, wie wertvoll das ist. Ah, du zum Beispiel auch noch, Brigitte, hey, Hut ab. Und ich denke, ihr versteht, warum ich letztes Mal mich anders haben müssen entscheiden und quasi mich für etwas anderes haben müssen auch einsetzen. Sind einfach ehrlich mit mir und tun mir nichts vorspielen. Ich weiss, dass es euch geholfen hat auf die eine oder andere Art. Vielleicht hat es euch sogar das Leben gerettet. Wer weiß.
Es gibt wirklich Wesen, die haben die ständige Sehnsucht und wollen sterben. Stellt euch das vor. Warum ist das so? Weil sie es hier in dem Paradies, dem irdischen Paradies, einfach nicht aushalten. Und warum können wir ihnen denn nicht helfen, dass sie sich aufhören, ständig selbst bekämpfen, aber ohne dass wir irgendetwas verbieten? Weil Verbot hat noch nie geholfen. Verbot tun eher gewisse anstacheln. Und ich sage nur, Könige können gewisse Sachen in der reinen Form einem auch zuführen oder herbringen. Das ist Königsdisziplin. Weil die meisten Menschen verfallen zum Beispiel der Gier beim Heroin oder beim Kokain. Die sind so dämlich und verschneiden das Zeug mit irgendwelchen Paracetamol oder anderen Scheißsachen. Also nicht Scheißsachen, aber mit irgendwelchen Streckmitteln einfach. Mit so Leuten, die fallen Quarz an die etwas rein. Keine Ahnung warum, aber hört auf mit dem Scheiß. Sind euch immer bewusst, lieber weniger dafür rein, anstatt irgendeinen Scheiß. Es kommt mir nicht im Traum in den Sinn, irgendetwas zu verkaufen, wo ich nicht selber probiert hätte. Und es geht auch generell darum, generell tue ich mir da die Finger auch nicht schmutzig machen. Aber die Gesellschaft sollte endlich mal einsehen, dass sie für diejenigen, die damit umgehen können, oder für diejenigen, die wirklich vielleicht vom Himmel kommen und so sensibel sind, dass sie die tausende Jahre alten Dämonen hier auf Erde oder die ganze Grobheit und so eben nicht aushalten, dass sie eben auch zugelassen werden, dass sie ihre Supplemente oder Sakramente können nutzen. Solange sie einfach sozial verträglich und nicht fremdgefährdend damit können umgehen. Die Fremdbestimmtheit, kontrollierte Abhängigkeit, all der Scheiß, das ist absolute Blamage, verstehen Sie? Ich muss zwar sagen, ich kann immer lieber aus dem Grund aufs Zweite und Legale mich zurückzogen, weil es eben von der Qualität in den meisten Fällen besser war. Es liegt nur an dem. Da habe ich zum Beispiel lange Jahre früher lieber ein Ketalgin genommen oder ja, Methadon, Opiat, Ersatz, ein chemischer, anstatt eben Morphium oder Heroin oder so, weil eben das Heroin so verschnitten war meistens. Was soll ich so einen Scheiß nehmen, der verschnitten ist, wenn ich Nummer zwei legal kann beziehen. Und auch da sollten wir mal drüber nachdenken, ob man nicht wirklich Heroin auch können so abgeben, dass eben die Leute selbstständig können sein und dass sie aber auch aufgeklärt werden darüber, dass sie das Zeug eben nicht anderen einfach so verkaufen, es sei denn, sie tauschen zuerst oder machen irgendwie einen Schamanendeal oder whatever, aber einfach, dass sie verantwortlich damit umgehen. Auf keinen Fall will ich, dass irgendwelche Leute einfach so angefixt werden. Das ist absolut gemein und böse. Aber wenn jemand die Wahl will nehmen und irgendjemand die Substanz will ausprobieren, ist es schon wichtig, dass man mal jemanden fragt, der eben Erfahrung hat damit. Es ist ein Beruf auch, aber das sollte auch entlohnt werden oder auch mal unterstützt werden, weil man will nicht Leute abhängig machen, im Gegenteil, man will sie aufklären, wie verdammt beschissen das eigentlich ist, abhängig zu sein. Das ist auch eine Krankheit übrigens. Das sind Wesen, und ich habe lange Zeit auch dazu gehört, und auch jetzt ab und zu gehöre ich noch dazu, man hat eben eine gewisse Abgrenzung gebraucht. Ich trinke halt eben ab und zu ein Bier, aus dem Grund, weil ich mich dann irgendwie wohliger fühle in einer Gesellschaft, wo so laut und so grob ist. Manchmal nutze ich auch etwas anderes. Aber es spielt ja gar keine Rolle eigentlich. Das schönste Gefühl, und das wissen wir alle, ist Liebe. Wirkliche Liebe, aber wahre Liebe will auch, dass man nicht auf irgendetwas verzichten muss. Wahre Liebe ergänzt sich und im besten Fall führt es dorthin raus, dass du erkennst, dass du auch alleine nicht alleine bist und dass du gleichzeitig eben eine Weiterentwicklung von denen bist, die einfach immer meinen, sie müssen sich mit Gewalt durchsetzen, die meinen, sie müssen irgendetwas stellen, die meinen, sie müssen immer besser sein wie andere, die meinen, sie können irgendetwas, zumindest ist mir letztes Mal begegnet. Ich bin dort sozialtherapeutisch eigentlich. Ja, tue ich gerne arbeiten, aber nicht irgendwie offiziell, sondern einfach, dass ich dort bin. Dann habe ich gefragt, ja, bist du bereit, ein bisschen von deinem Kokain zu teilen? Weil ab und zu, also aufgepasst, es ist nicht etwas für Leute, die nicht wissen, wie sie nachher wieder den Klick machen können, um mit dem Zeug aufzuhören. Die meisten Menschen verfallen dem Zeug und sind nachher so abhängig, dass sie da eben fast wenn darauf gehen. Es sei denn, sind eben die Fähigkeit zum Wissen, wie sie eben verzichten können auch. Aber dann frage ich so, ja, bist du bereit, ein bisschen etwas zu seilen? Gibst mir auch einen Zug zum Beispiel? Hey, der Typ hat das nicht geschnallt, dabei haben ihm sein Zeug eben genau gerettet und so sogar, es wäre ihm fast runtergefallen. Und so Zeug
dann sage ich lieber nein. Aus dem Grund heraus will ich mir nachher nicht Vorwürfe anhören, oh, der hat ja nur das wollen oder dies oder das. Aber wie soll ich sagen? So erkennt man dann auch, ja, warum ist es denn eigentlich illegal? Weil sie einfach nicht können teilen oder einfach nicht können sozial offen damit umgehen oder einfach dann nachher lieber Beschaffungskriminalität machen, Autos aufbrechen, Scheiße machen, nur für das hure Zeug. Da kann ich verstehen, warum es illegal ist. Aber für diejenigen, die sozial verträglich damit können umgehen und auch wirklich das ab und zu mal nutzen, soll es doch auch erlaubt sein. Aber immer am besten wäre es so, wenn man die Leute vorher nicht aufklären würde. Wenn jemand das zum ersten Mal will, nehmen, dass man irgendwie zu jemandem führt, der sich damit auskennt, wo sie aufklärt, hey, wie es abhängig kann machen, wo sie aufklärt, wie man davor wieder loskommen kann, wo sie aufklärt, was sind die Nebenwirkungen, wo sie aufklärt, was in einer Überdosierung kann passieren, wie man das kann verhindern und so weiter und so weiter. Und dass man dann so wie eine grüne Karte wird austeilen, ein Ausweis sozusagen, wo das legal vertretbar ermöglicht, auch für Arbeiterfamilien und auch sozial eben Ärmere, wenn man sie eben geprüft hat, dass sie damit können umgehen. Aber die Leute, die nachher im Entzug in Autos aufbrechen, Überfälle machen oder andere fremdgefährdend angreifen oder asozial sonst irgendwie Scheiß machen, kann ich verstehen, dass es dort nicht erwünscht ist oder dass die dort der Leute in Anführungszeichen, also die Machthaber sozusagen, Gruß an euch wirklich, weil seid halt eben, ja, dann müssen wir halt eben schauen, die können nicht damit umgehen. Weil es geht darum, wenn schon, dann schon. Das bedeutet, dass man einfach auch damit kann umgehen kann. Und das eine, was ich noch sagen möchte, ist auch das. Tun wir mal in der Schweiz überlegen, wäre es nicht besser, 8 Bundesräte zu haben. Mit 7 ist es immer so, dass eine Mehrheit kann gewinnen kann. Mit 8 müsst ihr euch aber so lange zusammensetzen, bis alle der Meinung sind, dass das Gesetz, das ihr wollt, umsetzen wollt, das Richtige ist. Das wäre richtige Demokratie. Nicht die Mehrheit gewinnt, sondern man entscheidet sich bewusst, und zwar beide Seiten, sowohl rot wie blau, entscheidet sich dafür, dass man ins Gleichgewicht kommt. Mir ist absolut klar, dass diejenigen, die fürs Minus sind, also die Anti sozusagen, weniger vorhanden sein müssen, wie die, die im Plus sind, die positiv, also das Klo sind, das Pro sind, meine ich. Das ist auch die Frage, wegen Jesus dazumal. Also ich meine, die, wo Jesus kein Mitgefühl entgegenbringen können für die Prüfung, die sie haben, sind selber schuld. Die zeigen nur, dass sie keine Liebe haben. Nur das wollte er eigentlich. Also wenn einer schon so selbstlos ist, dass er sich ans Kreuz nageln lässt, dann hat er auch Liebe verdient. Verstehen Sie das? Es ist natürlich eine alte Legende, aber gleichzeitig trotzdem im Bewusstsein vorhanden. Dann müsst ihr euch überlegen, habt ihr Schadenfreude oder habt ihr Liebe? Selber Schuld für die, die kein Mitgefühl haben mit jemandem, der sich so selbstlos ans Kreuz nageln lässt und Verbrecherfei lässt und gleichzeitig noch die allen vergibt und so. Und es ist natürlich klar, dass er schlussendlich am Kreuz eingesehen hat, was da auf dieser Welt halt eben auch noch möglich gewesen wäre. Aber deswegen hat er ja auch Chancen noch verdient gehabt und auch hat sie immer noch. Es geht nur um die Frage, wollen Sie jetzt lieber alles immer rebellieren und gegen alles sein oder wollen Sie vernünftig Schritt für Schritt mit allen Beteiligten zusammen kooperieren? Kooperation braucht es in dieser Welt, weil die, die eben da Milliardäre, Billionäre, freundliche Grüße an dich, Herr Rothschild, das ist lieb. Ich mag euch eigentlich. Es tut mir nur irgendwie auch zum Teil auch weh, wenn ich mir überdenke über die Last, die wir zu tragen haben. Es ist nicht einfach, wenn man über so viel Kapital und so viel Macht und so Zeugen verfügt. Das ist auch etwas, wo mir Mitgefühl verursacht. Weil irgendwie weiß ich um die Not auch, wenn er plötzlich merkt, hey, habe ich überhaupt echte Freunde? Habe ich überhaupt echte Liebende um mich herum? Die nicht nur immer Geld wollen oder irgendetwas wollen oder nur Angst vor mir haben, sondern haben da wirklich Leute um mich herum, wo ich wirklich liebe, verstehen? Darum bin ich so dankbar für das, was ich bin und tun auch wirklich sagen, ja, ich bin reich, zwar nicht mit finanziellen, also Geldsachen, aber dafür mit dem, was ich weiß und was ich fühle und ja, Dankbarkeit für das, was man ist, auch wenn es damals
ein absoluter Fehlentscheid gsi, auf dem Weg, den ich gegangen bin, dass ich so eine Äusserlichkeit habe. Ich bin so dankbar, dass ich so bin, wie ich bin. Das ist ja schön und gut. Nur bin ich jahrzehntelang Opfer von Eifersuchtsattacken geworden, ohne dass ich es gemerkt habe, weil Leute nur aufs Äußere geschaut haben. Bis ich nachher gemerkt habe, hey, ich muss mich irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen zensieren fast so, dass ich ein bisschen unattraktiver wirke, damit ich nicht einfach nur Verehrer oder Verehrerinnen habe, sondern dass auch endlich mal die Leute begreifen, in einem Minusumfeld ist es absolut krass, wenn man äußerlich schön ist. Dann wird man immer herausgefordert oder die Leute nehmen dich nicht wirklich als Freunde an oder haben Angst oder Hemmungen oder was auch immer. Es hat einen Haufen Nachteile, aber ich bin gleich dankbar, dass ich so bin, wie ich bin, weil so konnte ich es erkennen. Und wie gern wünschte ich so vielen Menschen mehr auch die Gnade, dass sie nicht einfach so verpuffert, sondern dass sie zu Gott findet. Und Gott, wo viele Namen kann haben, Gott, wo aber auch die Namen von deinen Freunden kann haben. Darum auch Joshua, Marco, mein göttlicher Name Joshua, den ich von Gott bekommen habe. Er ist einfach in der Nacht zu mir gekommen und hat gesagt, glaubt, was ihr wollt. Ihr könnt auch an alles andere glauben. Glaubt zum Beispiel auch an das Molekül, glaubt an das, was ihr esst, glaubt an das, was ihr seid. Aber glaubt um Himmels Willen lieber an etwas, das lebendig ist und glaubt an etwas, das in eurer Art ist, wie an etwas, das artfremd ist. Natürlich kommen dir auch jetzt dann ins Boot dazu, seitdem ich weiss, was für ein super Bewusstsein Spinnen zum Beispiel haben, die einem zum Teil absolut in Wahnsinn hineintreiben können. Aber andererseits auch so kristallklar auch könnt mit dir kommunizieren. Das ist genial. Nicht mit Wort, nicht mit Sprache, sondern mit dem Geist. Und sind euch auch bewusst, dass ihr dort, wenn ihr die Fähigkeit habt, euch schon auch bewähren müssen, dass ihr gewisse Sachen eben nicht einfach so ausplaudert. Seid euch bewusst, dass wir zu unserem Land stehen wollen, wenn wir schon da leben wollen. Wir wollen nicht einfach so unser Land den Bach runtergehen lassen, auch wenn wir wissen, dass wir der Schweiz und generell Europa sagen. Seid euch bewusst, wenn ihr auf Kosten von anderen immer lebt, dann wird es im nächsten Leben, wenn ihr dann sterbt, einen Change eventuell geben, dass ihr eben mal die andere Position dürfen erleben. Sagt dort mal, wenn ein Gast hier aufnimmt, also Leute aus anderen Ländern, dann tun sie nicht wie Gefangene oder Verbrecher halten, sondern zeigen ihnen, dass sie von Anfang an willkommen sind. Und wenn ihr das nicht könnt zulassen, dann weisen sie lieber ab. Weil tausendmal besser ist es, ehrlich zu den Leuten zu sein, wie sie aufzunehmen und nachher ein brodelndes Puffelfass bei euch zu haben, wo nachher Verbrecher werden oder Vergewaltiger oder andere Scheiß machen. Ich sage einfach immer, bist du ein Untermensch oder bist du ein Übermensch? Aus dem Grund aus, nicht weil ich diskriminierend bin, sondern aus dem Grund aus, wenn du noch eifersüchtig bist, wenn du noch neidisch bist, wenn du noch Habgier hast, wenn du noch vergewaltigen willst, wenn du noch dich irgendwie verführen lässt von irgendeinem Scheiß, dann bist du halt eben ein Untermensch. Weil dann bist du noch nicht erwacht, dass du eben weißt, dass du überhaupt nicht musst eifersüchtig sein, dass du weißt, dass du eine Seelenpartnerin hast, wo eigentlich wirklich für dich bestimmt ist, dass du kannst vertrauen, dass selbst wenn du die Hiob-Prüfung musst durchmachen, die habe ich auch schon durchmachen müssen, da habe ich gar nichts gehabt. Da bin ich hilflos in einem Bett gelegen und bin von anderen ausgeliefert gewesen und trotzdem ist Gott bei mir gewesen, trotzdem bin ich gewesen und bin alles andere wie nur hilflos gewesen, aber ausgeliefert bin ich gewesen. Und durch das heraus bin ich halt eben demütig geworden, dass ich einfach dankbar geworden bin für das, was ist. Klar bin ich manchmal auch einer, der sich verführen lassen hat, ein bisschen zu motzen und so, aber nachher begreift man wieder, wie dankbar dass man kann sein kann. Es ist vielleicht nicht immer alles so, wie man es gerade will, dafür ist man aber auch kein verdammter Diktator. Weil die werden nachher wirklich nur in absoluter Ausnahmesituation, Heil Hitler übrigens, wenn ich das sagen darf, weil das Wort Heil, Marco, ist zum Beispiel auch wirklich etwas, wo eigentlich das Ehrlichste von der Welt war. Nur ich würde es eher so sagen, heil uns alle. Ich würde es nicht nur auf eine einzige Person vielleicht fixieren. Natürlich, One Love ist schlussendlich schon wichtig, aber aufgepasst, es geht um allumfassende, liebende Leben, unendliches Miteinander. Und ob ich jetzt in dir oder in mir weiterlebe, ist schlussendlich dann auch keine Frage mehr, wenn wir wirklich einig geworden sind. Es geht einfach darum, hört auf, einfach will es Selbstmord machen. Und hört auch auf, Sachen zu verbieten. Weil Adolf hat damals wirklich seine Heilung eigentlich wollen. Und heilig gesprochen sind alle,
die bis zum Schluss noch an ihn geglaubt haben. Weil diejenigen, die einfach nachher weggeflogen sind, die haben alles nur Scheinheilige. Es ist aber absolute Katastrophe und Tragödie, was damals passiert ist. Aber ich bin mir völlig bewusst, dass ich genau durch die gleiche oder ähnliche Prüfung durchgegangen bin und durch haben müssen. Nur, als ich dann erwählt war, habe ich zweimal mich eben nicht dafür entschieden, ein Diktator zu werden. Ich wollte nicht ein Diktator sein, da bin ich lieber jemand, der ein bisschen am Rand raussteht oder ein bisschen fragend dasteht oder so, wie dass ich auf Angstbasis Leute an mich binden. Ich hoffe, ihr versteht das, was ich sage. Ich wollte nämlich nicht jemand sein, der einfach andere umkommandieren. Klar, ich habe eine Kriegsverletzung, logisch, für das bin ich auch dankbar, dass man mein Land Hilfe gibt. Aber ich bin auch jederzeit bereit, wenn ihr mit mir kooperieren wollt, dass ich euch beweisen kann, dass ich auch noch mehr könnte. Dass ich auch noch viel mehr über mich könnte hinauswachsen könnte. Aber ich danke euch trotz all dem für die Grosszügigkeit und auch für die Aufgabe, dass ich haben können, ehrlich sein, weil ich wollte nicht ein Scheinheiliger sein, ich wollte sagen, an was es liegt, dass ich da in so und so eine Situation gekommen bin. Und ich sage auch, ich erwarte da kein Mitleid, aber es ist schön, wenn man erfahren darf, dass es soziale Kompetenz und soziale Anerkennung trotzdem noch gibt. Es ist auch nicht selbstverständlich. Genauso ist es nicht selbstverständlich, dass wir Essen haben. Genauso ist es nicht selbstverständlich, dass wir im Wohlstand leben können. Und bitte, Menschen, überlegt euch, wir sind jetzt im Moment Menschen, schauen, dass ihr euch nicht von eurer Art zuerst entfernt. Natürlich, die sollen auch dazukommen, denn im gemeinsamen Bewusstsein, denn in einer Group of all Leaders. Logisch, aber wir müssen schon auch zuerst wirklich herausfinden, wie es feinstofflich und das Anorganische und das Druidische und das Menschliche und das alles andere. Und auch Kundalini, wenn sie erwacht ist, dass man sie eben nicht einfach ablehnt, sondern auch kann ein Stück weit kontrollieren und auch zurückheben. Und auch der Trieb, den man manchmal hat, dass man auch das kann kontrollieren. Dass man nicht das Opfer von seinem Trieb wird, sondern dass man da kann erhaben sein. Das meine ich da damit. Für mich sind alle wertvoll und alle haben es verdient, geliebt zu werden. Aber ich bin auch frei geworden von der Sünde, von der Vergangenheit. Es ist so wertvoll. Ich weiß, wie schlimm das ist, wenn man einfach so anderen Scheiße antut. Und ich weiß auch, wie wertvoll das ist, wenn man dann kann sagen, ich wollte einfach Frieden haben, mit jedem einzelnen Frieden haben. Ich wollte, dass jeder, der mir begegnet, weiß, dass ich nicht so ein verdammtes Arschloch will sein, wo nicht kann vergeben kann. Das, was mir angetan haben, habe ich euch vergeben. Und gleichzeitig möchte ich einfach in Frieden leben und nicht, dass ihr eifersüchtig sind. Wer Eifersucht noch hat, ist ein UM.